Bergstiller Otter de seltsam kennt sie Video. Viele Menschen wollen in der Freizeit gezielt Geist und Körper entspannen und entschleunigen. Dass sich die Bergwelt hierfür besonders gut eignet, wussten schon unsere Vorfahren. Auch die Freizeitbranche hat das Potenzial der Stille der Berge für sich entdeckt. Von Alisa Utz am Berg, da herrschen scheinbar andere Kräfte als im Tal? Warum sonst verleihen von alters her verschiedenste Kulturen und Religionen der Bergwelt eine spirituelle und symbolische Bedeutung? Die Mythen um einzelne Berggipfel oder ganze Bergketten als Begegnungsstätte mit dem Übermenschlichen, als Sphäre des Heiligen, als Wohnort von Dämonen überdauern Dasein machten. Auch im 21. Jahrhundert dienen abgeschiedene Plätze im Gebirge als Rückzugsorte, und unabhängig von den Glaubenseinstellungen des Luxus unser Denken heute weitgehend von Rationalität und Vernunft geleitet Motivationen der Menschen für den Aufenthalt in den Bergen. Für die einen liegt die Essenz des Bergsports in sportlicher Leistung und im Erkunden und Überwinden persönlicher Grenzen, für andere im Unterwegssein mit der Gruppe oder im Gemeinschaftserlebnis in der Natur. Und während manche in den Bergen nach Action, Fun und Nervenkitzel jagen, suchen andere geteilt bis heute in den Köpfen der Menschen. Und Kulturgüter in den Gebirgsregionen, wie Steinsetzungen, Tempelbauten, Materen, Klöster, K.A., Kellen und Gipfelkreuze, zeugen davon, dass sich die Menschen mit dem Weg einem tieferen Verständnis vom eigenen ist, hat sich so mancher im Gebirge vielleicht schon einmal näher an einer Leistung, Naturerlebnis oder Ruhe seit die Alpen im 18. Jahrhundert als Freizeitraum entdeckt wurden. Vervielfachten sich die Zielnachorten, die zum Abschalten, Ausspannen und Auftanken einladen oder gar zu Kontemplation und Reflexion anregen. Dieses gezielte Streben, dem Gedankengewusel im Kopf zu entkommen, sich auf das Hier und Jetzt einzulassen, die Stille wahrzunehmen hinter Ängsten, Hektik, Lärm und Sorgen des Alltags, sich mit der Sinnhaftigkeit des Daseins auseinanderzusetzen. Es ist unter dem Begriff Meditation in den Sprachgebrauch eingegangen. Einst vielleicht in der Esoterik-Ecke verortet und mit Misstrauen und Stirnrunzeln betrachtet, ist der Begriff Meditation mittlerweile weitgehend entmystifiziert und säkularisiert. Nachgewiesene positive Effekte auf Geist und Körper machen Meditation sogar medizinisch wertvoll. Städter oder der Abschnitt von Schäftlarn bei München nach Tirol. Einsamer geht es vielleicht in der Steiermark zu, wo es ein dichtes Netz an Pilgerwegen gibt, schon im Mittelalter wichtige Pilgerrouten, und hier steht in 3538 Meter Höhe die höchstgelegene Kapelle der Alpen auf dem Gipfel des Rukzia-Melone. Abständen, kann der Erfahrungsaustausch zusätzlich bereichernd sein. Und schließlich gesellen sich zu den bereits bestehenden Pilgerpfaden auch immer mehr eigens ausgelegte Plätze und Wege, die die Landschaft Alpen, eingerichtet. Zwischen der Buch- und Webtipps Knut Waldau, Helmut Betz, Berge sind Stille Meister, Kösel Verlag, Bernd Rietschel, Der andere Horizont, Tyrolia Verlag, Zeroman Müller Seminare DW Bergspiritualität com ein brennendes Herz, die nutzen mentales Training als Ausgleich zum Alltag neben Yoga und Co. Das sich in der Stadt nur schwer Abstand vom Alltag gewinnen lässt, liegt ebenso auf der Hand wie dass sich die Berge dafür besonders gut eignen. Wesentlich dabei ist die Bewegung in der Natur. Gleichmäßiges stundenlanges gerne auch schweigendes Gehen lässt den Atem fast automatisch regelmäßiger und ruhiger werden, solange es nicht zu steil wird. Da braucht es oft nicht einmal zusätzliche Impulse und Konzentrationsübungen, um aus dem Gedankenkarussell auszubrechen und sich selbst und seine Umgebung wieder bewusster und tiefer wahrzunehmen.
traditionelles Netz für Spiritualität nicht. Alle Menschen, die heute im Gebirge zur Ruhe kommen wollen, machen das aus religiösem Hintergrund. Dennoch nutzen sie häufig die bestehende traditionelle Infrastruktur aus Wegenetz, Klöstern, Hospizen und Herbergen. Prominentestes Beispiel in Europa ist wohl der Jakobsweg, an dem sich ein regelrechter Hype des Pilgerwanderns entzündete. Zahlreiche Hauptstränge des Jakobswegs führen direkt durch die Alpen, beispielsweise der Alpenpanoramaweg vom Bodensee zum Genfersee. Solche traditionellen Strukturen werden inzwischen auch von kommerziellen Anbietern wiederentdeckt und zielgruppenspezifisch beworben. Viele Kirchengemeinden im Alpenraum bieten regelmäßig Wanderungen oder Wol-ICS-IGC-GGIIGO-GULDEN-AS-SICCUSIIC-SYG der landschaftlich eindrucksvollsten und bergsteigerisch anspruchsvollsten Gebirgswallfahrten ist vielleicht die Almer Wallfahrt, bei der jedes Jahr im August bis zu 2000 Wanderer von Maria Alm über das steinerne Meer zum Königssee pilgern. Zu einem besonderen Ereignis versammeln sich jedes Jahr an Karfreitag mehrere hundert Menschen am Simplonpass. Eine Skitourenprozession führt vom Simplon Gulden Asikzigigyxigsygi markanten Felsblock unterhalb des Hübschhorns. Nur das Schleifen der Ski im Schnee durchbricht die Stille der Berge, die man gerade im Winter noch eindrücklicher spürt. Dass die Erfahrungen einer Meditationsbergtour noch intensiver sein können, wenn man sich als Gruppe auf dem Weg macht, weiß auch Roman Müller, der seit vielen Jahren Bergwandern und Trekking mit Meditation anbietet. Solange jedem Gruppenmitglied der nötige Freiraum bleibt, zum Beispiel durch das Gehen in Mieskirche bei Steingaden und in Kloster Ettal, sollen 15 Stationen Impulse Zyg Y Gulden As Cis Y US G I G Y Sieg Sieg Cis Y Gulden Go I S I G Z S Gulden Uxkland, von Bad Kohlgrub über Ohlstadt nach Ettal. Diese Angebotsfülle wirft einerseits die Frage auf, ob die Stille der Berge nun auch noch Opfer des Kommerzialisierungswahns der Wirtschaftsgesellschaft wird. Andererseits ist die Kommerzialisierung vielleicht einfach zeitgemäß GYY OG S Gulden Gulden U Gulden Gulden I Gulden Sees GC Gulden S so GGGG OG auch in eigener Regie entdecken und erleben. Doch wir nutzen heutzutage ja für vieles im Leben Anleitungen, warum also nicht auch für die Suche nach dem passenden Rahmen, um den Wirren des Alltags zu entfliehen? Wenn es funktioniert, ist dem nichts entgegenzusetzen. Und letztlich wird ohnehin jeder seinen eigenen Weg finden müssen, um in der Stille der Berge sich selbst zu begegnen.